Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir machen weiter mit unserem neuen Format, meine Top 3. Ich sitze hier übrigens vor einem Greenscreen. Das Gute daran ist, man kann mich relativ einfach maskieren und freischneiden und in verschiedenste Situationen setzen. Das heißt, es kann sein, dass ich zur Sekunde am Strand sitze, auf der Toilette sitze, auf der Rennstrecke sitze, wie auch immer. Coole Sache, können wir nämlich ganz einfach und easy auf ein bisschen anders mal Sachen einblenden. Im letzten Video haben wir damit angefangen, meine Top 3 der Fahrzeuge mit am meisten Tuningpotenzial bis 5000 Euro. Kam extrem positiv an, macht mir besonders viel Spaß, weil ich einfach gerne mein Wissen und meine Erfahrung übers Tuning, übers Schrauben euch weitergebe, weil ich einfach glaube, dass dieses Schrauben und Tuning wird definitiv überschätzt. Unterschätzt, jetzt muss ich gerade erstmal nachdenken, wie rum richtig ist. Es wird überschätzt, weil ich sage immer wieder, einfach machen. Einfach machen. Ihr müsst ja nicht unbedingt direkt an der Bremse anfangen, aber es gibt so viele Sachen am Auto, die man einfach selber mal testen kann, gerade an diesen günstigeren Fahrzeugen, dass man da einfach über die Jahre reinkommt, weil am Ende zählt eine Sache beim Schrauben, beim Tuning, das ist die Erfahrung. Allerdings wollen wir dieses Format natürlich auch nicht direkt ausmelken, deswegen ihr könnt euch so auf ein Video im Monat einstellen. Und ihr könnt euch jederzeit immer wieder wünschen, was drin vorkommen soll. Und genau deswegen, ihr habt euch gewünscht in diesem Video, meine Top 3 der Power-Kombis bis 10.000 Euro. Klingt für mich extrem nach Grip, das Motormagazin. Dort haben wir nämlich dieses Thema öfter schon mal behandelt. Ist aber ein extrem cooles Thema, weil zum Thema Power-Kombis fehlt mir jede Menge ein. So, bevor wir mal loslegen, mein Bruder hat mich gebeten, ich soll euch eine Sache noch mitteilen. Morgen früh 10 Uhr droppen wir mal wieder ein paar neue Teile unserer Alus Classics Kollektion. Gibt es ja schon mehrfach, ist somit das Dezenteste, was wir machen. Ist immer einfach nur ein schöner Stick drauf, gibt ein Metallpatch und ein paar Prints auf dem Ärmel. Das Ganze gibt es in drei neuen Farben. In einem Grau, dann in einem Lila und in einem wirklich hellgelb. Schon fast so ein Beige, sage ich jetzt einfach mal. Extrem dezente Sachen. Passend dazu gibt es immer ein T-Shirt und eine Jogginghose. Also wer Bock hat, gönnt euch morgen früh 10 Uhr drei neue Farben. Wenn weg, dann weg. Und genau jetzt starten wir mit den Power-Kombis bis 10.000 Euro. Erstmal zum Thema Kombi. Warum eigentlich Kombi? Was ist überhaupt ein Kombi? Ein Kombi ist eigentlich ein sogenannter Kombinationskraftwagen. Ja, ich musste selber gerade googeln. Ich bin auch nicht so allwissend, dass ich alles weiß. Nico grinst schon. Ich vermute mal, du hast es auch noch nie gehört. Kombinationskraftwagen deswegen, weil es war ursprünglich eine Mischung aus PKW und LKW. So, die ersten Kombis hatten auch nur drei Türen, also das waren zwei Türer mit einer ganz langen Ladefläche drin und waren eher mehr als Nutzfahrzeug gedacht für Handwerker und solche Unternehmen. Ne? Getränkelieferanten, die typischen Leichenautos von damals, wo die Bestatter mit durch die Gegend gefahren sind, das waren halt so typische Kombinationskraftwagen-Kombis. So, und dann wurde das Ganze irgendwann in den 90ern Mode. Und die Autohersteller haben sich halt überlegt, wir machen da richtig coole Autos raus. Und dann ging das auch erst los mit vier Türen. Weil wir standen nämlich selber gerade noch davor. Bestes Beispiel für einen damaligen Kombi, Polo 2 als Kastenwagen. So, ne? Nannte sich nicht Kastenwagen, sondern eigentlich Steilheck. Das heißt, es war wirklich so ein Kasten hinten dran. Und das war so das beste Beispiel wirklich für die erste Generation von Kombis. In den 90ern ist es dann natürlich, so wie es immer war, immer mehr moderner geworden und die Fahrzeughersteller haben sich einfach gedacht, Limousinen war Maß der Dinge. Jeder wollte in den 80er und 90ern eine Limousine haben, aber natürlich das Reisen wurde immer beliebter. Die Leute sind dadurch, dass die Autos auch einfach viel, viel besser wurden und das Verkehrsnetz auch viel, viel ausgebauter war, sind die Leute mit den Fahrzeugen natürlich viel, viel weiter gefahren und da war natürlich das Beste, was man machen konnte. Man flanscht an das Auto eine weitere Säule, die sogenannte D-Säule. Eine Limousine hat nur die A-, B- und C-Säule. Bei dem Kombi kommt die D-Säule hinten ran, in Kombination mit vier Türen und hat einfach deutlich mehr Volumen im Innenraum bei kaum mehr Material. So sage ich es jetzt einfach mal. Ne? Das Dach wird einfach verlängert, es kommen zwei Seitenscheiben dazu, Heckklappe braucht man eh, also noch eine Säule dazu und zack, war da der Kombi. So, heute geht es aber darum, dass natürlich mittlerweile es dann auch irgendwann jede Menge Kombis mit Leistung gab. Die sogenannten Power-Kombis, wurde auch immer beliebter. Und da war es jetzt meine Aufgabe für euch mal drei Fahrzeuge rauszusuchen, bis 10.000 Euro, die meines Erachtens dafür am meisten Potenzial haben. So, natürlich im ersten Video habe ich so ein bisschen gemerkt, da ist uns auch ein kleines Fauxpas unterlaufen und zwar haben wir ein Ford gezeigt, wo dann irgendwie drin stand Öldruckprobleme. Also wir müssen wirklich jetzt bis ins Detail recherchieren, ob auch die Fahrzeuge, die wir hier anpreisen, auch
dem Preisniveau passen. Muss man dazu sagen, es gibt ja immer Kleinanzeigen und bei Mobile. Und ich persönlich würde sogar sagen, bei Mobile sind die Fahrzeuge ein Tucken teurer als bei Kleinanzeigen. Also der Ramsch wandert irgendwie immer zu Kleinanzeigen. Das heißt, wenn ihr nach Preisen guckt, guckt euch ruhig immer bei Kleinanzeigen. Da findet man ab und an nämlich auch Fahrzeuge, die einfach, weiß ich nicht, ich glaube, bei Kleinanzeigen kann man so Autos einfach schneller und einfacher inserieren. Das heißt, wenn sich mal einer so abends überlegt, ach, eigentlich habe ich keinen Bock mehr auf meine Kiste, lass uns das Ding mal verkaufen, das Ding landet dann eher bei Kleinanzeigen. So, und da habe ich mir für dieses Mal überlegt, wir müssen mit unseren Preisen ein bisschen im Rahmen bleiben. Natürlich kann man immer so einen Exot finden, der 500.000 Kilometer gelaufen hat und was weiß ich was und gerade so im Preissegment unten drunter ist. Das finde ich allerdings dann auch nicht cool, sondern wir wollen mit unserer Preiseinschätzung schon realistisch dabei sein, dass jemand, dass man für dieses Geld wirklich ein Auto bekommt, was vom Zustand her so ist, wie man auch damit arbeiten kann. Also dass es jetzt nicht einfach kurz gesagt eine Volltoilette ist, die durchgerostet ist und wo erstmal alles dann durchoperiert werden muss. Ne? So ist mein Versuch für diese Videoreihe. Okay, so, legen wir mal los. Mein erster Kandidat ist tatsächlich der, es ist einfach, wenn es um Kombis geht, sorry, dass ich jetzt das ganze Video durchgehend Kombi sage, jeder Hersteller hat ja eigentlich seinen eigenen Begriff dafür. Bei Audi ist es der Avant, bei BMW ist es der Touring, bei Mercedes ist es eigentlich das T-Modell. Ich habe mir die ganze Zeit gefragt, warum eigentlich T-Modell? Sport? Keine Ahnung. So, ihr wisst es bestimmt, ich könnte es jetzt googeln, egal. Auf jeden Fall, wir fangen an, mein Modell Nummer 1 ist der Mercedes W211. Und dieses Fahrzeug gibt es tatsächlich als E500. So, erstmal generell W211, gebaut von 2002 bis 2009. Nachfolger vom W210. Für mich die typische Mercedes-Benz-Limousine. E-Klasse. Vier einzelne Scheinwerfer vorne. Gefühlt jedes zweite Taxi, was damals rumgefahren ist, war immer ein W210 oder später ein W211. Und den gibt es tatsächlich als E500. So, als E500 hatte dieses Fahrzeug dann nämlich tatsächlich, den gibt es natürlich auch als E55 AMG und sogar als E63 AMG. Da wird man in unserem Preissegment vielleicht auch so ein Auto kriegen. Aber das ist ja nicht wieder Sinn und Zweck der Sache, weil wir wollen ja wirklich tatsächlich Fahrzeuge, die es auch definitiv zu kaufen gab. So, und deswegen E500. Bis 2006, also von 2002 bis 2006, gab es davon das Four-Faced-Modell mit 306 PS. E500 heißt wirklich echte 5 Liter Hubraum, 4.966 Kubik. Und dann ab 2006 gab es dann tatsächlich davon auch noch ein Facelift. Das ist auch meine Empfehlung. Mal gucken, ob wir so einen kriegen. Auch, also heißt auch E500, hat aber tatsächlich 5,5 Liter und hat dann schon 388 PS. Und ich bin mal gespannt, ob wir nicht dieses Facelift-Modell ab 2006 für dieses Geld bekommen, für 10.000 Euro. Bei Mercedes muss man einfach sagen, beziehungsweise generell bei der E-Klasse, ich bin früher immer A4, B5 gefahren und dann hatte ich einmal das Erlebnis, weil mein Fahrzeug, nee, es stimmt gar nicht, ich brauchte tatsächlich ein Kombi und dann habe ich einen E-Klasse-Kombi geliehen bekommen. Erstmal der Wahnsinn, was dieses Fahrzeug ein Platzangebot im Innenraum hat. Was den Platz angeht, kann ich euch sagen, E-Klasse-Kombi, beste. Wirklich riesig von innen. Gefühlt einen halben Meter länger als jedes andere Auto. Und Mercedes mit seiner biederen Optik. Eine Sache kann Mercedes und das ist Autos mit Komfort für die Langstrecke bauen. Das heißt, nehmt euch so ein Auto, was mittlerweile 20 Jahre alt ist und ihr denkt nach wie vor, dass das Fahrzeug einfach nur dahin gleitet auf der Autobahn. Ganz viele von denen haben nämlich auch schon eine Niveauregulierung, also das heißt ein Luftfahrwerk auf der Hinterachse. Das heißt, egal wie ihr den Touring beladet, das T-Modell, der steht immer gerade. Ganz oft sieht man die auch am Straßenrand stehen, wenn sie undicht sind und stehen hinten gefühlt im Endtop auf dem Boden, weil es natürlich undicht wird. Ne? So, und da muss ich ganz ehrlich sagen, für Langstrecke ist das wirklich, ist das Wort, also bis heute. Das Ding rollt einfach vor sich hin und macht einfach genau das, was es soll, nämlich Langstrecke performen.
Kurz zu den Problemen von dem Fahrzeug. Das Vorgängermodell noch war bekannt dafür, dass die schon wirklich noch stark am Rosten waren. Gerade auch die C-Klassen aus den Baujahren waren wirklich auch stark am Rosten. Das ist beim W211 schon deutlich besser geworden. Aber das war das erste Auto mit einer elektrohydraulischen Bremse. Das heißt, man hatte eine elektrische Hochdruckpumpe, die zum Beispiel an der Ampel diese Hold-Funktion hatte. Das heißt, ihr habt die Bremse einmal stark getreten, obwohl es eine Automatik war, und das Auto stand. Und diese elektrohydraulische Bremse, die hat gerne Probleme gemacht, war gefühlt bei jedem Auto irgendwann mal kaputt, war tierisch teuer, weil man konnte nur diese ganze Einheit tauschen. Und ich glaube, da gab es auch wirklich eine ultra krasse Rückrufaktion damals, dass Mercedes wirklich hunderte tausend Autos zurückrufen sollte, weil das natürlich als sicherheitsrelevantes Bauteil, die Bremse, auch gefährlich ist. So, was erzähle ich euch hier schon wieder alles? Eigentlich wollen wir ja bei Mobile gucken, zu dem Auto. So, wir fangen direkt mal an, weil wir wollen es ja wissen. Wir gucken wirklich mal, ob wir nicht das Facelift-Modell kriegen. So, das heißt ganz einfach Mercedes-Benz E500. Bin ich wirklich mal gespannt. Erstzulassung ab 2006. 216 Fahrzeuge. Jetzt müssen wir natürlich den Kombi, oder wie haben wir gesagt, Kombinationskraftwagen dazu nehmen. Oh, 52 Angebote. Wir lassen jetzt mal beschädigte Fahrzeuge außen vor. Die jucken uns heute mal nicht. Und jetzt gucken wir mal, was hier geht. Sortierung, Preis, niedrigste zuerst. Und siehe da, ja, okay, ich muss zugeben, wir sind wieder knapp im Rennen, aber es geht. Allererste tatsächlich, okay, der allererste ist hier noch ein Vor-Facelift. Dann kommt als nächstes direkt einer aus 2007 mit 253.000 Kilometer. 253.000 Kilometer, 387 PS, überlegt euch mal. 387 PS, 5,5 Liter Hubraum. Natürlich, das Ding hat schon ordentlich Kraftstoff verbraucht, das muss man einfach dazu sagen. Für 8.900 Euro. Dann geht es direkt weiter. Hier haben wir, also die Vor-Facelift-Modelle mit 306 PS, das sind dann die 5 Liter. Beide heißen E500, es gibt aber einen mit 5 und 5,5. Ich persönlich finde die Facelift-Modelle deutlich, deutlich besser. Die Facelift-Modelle sind ein Tucken teurer. Aber auch hier zum Beispiel, wir nehmen jetzt mal einfach mal ein Auto, was hier so relativ ehrlich aussieht. Okay, ja, ich kann nicht ganz das einhalten, was ich vorhin gesagt habe. Ich habe euch vorhin noch gesagt, dass wir versuchen, echte Autos zu nehmen, und gleich den ersten, den ich hier wieder raushaue, ist grenzwertig. Also ich nehme meine Preisvorstellung zurück. Diese Fahrzeuge gibt es unter 10.000 Euro, aber natürlich deutlich, deutlich günstiger ist das Facelift-Modell mit 306 PS. Das geht nämlich tatsächlich hier bei 5.000 Euro los. Aber es gibt Fahrzeuge. Also ich habe hier zum Beispiel einen Mercedes-Benz E500 T-Modell Max voll. Klingt wieder so nach maximal vollem Auto. Dritte Hand, 262.000 Kilometer. Klingt jetzt erstmal für euch wahrscheinlich nach übertrieben viel, aber wir reden hier von einem Auto aus dem Baujahr 2008, 16 Jahre. Der Normalo fährt, ich sag jetzt mal, mit so einem Auto, 8 Zylinder, 20.000 im Jahr. Das heißt, 20.000 auf 16 Jahre wären sogar 320.000 Kilometer. Also der ist weniger als 20.000 Kilometer pro Jahr gefahren. Das ist wirklich nicht viel. Und es ist auch nicht gut für ein Auto, wenn das Ding nur steht. Deswegen sehe ich bei 262.000 Kilometer, wenn es aus nur dritter Hand kommt, absolut keine Probleme. In wunderschönem Grau, Metallic, Vollleder, Beige. Mercedes eh ganz viel Beige von innen. Kann man, glaube ich, nichts falsch machen, ne? Leder, Automatik, Standheizung, Sitzheizung, Sitzbelüftung. Überlegt mal, Sitzbelüftung für unter 10.000 Euro. Harman und Kardon, Soundsystem, elektrisches Glasschiebedach. Das ist halt so PDC, Bisschen und getönte Scheiben, Vollöte, Scheckheft gepflegt. Also, damit würde ich sagen, gehen wir hier ins Rennen. Platz Nummer 3 für mich, E500, W211, nach Möglichkeit Facelift. 5,5 Liter, 387 PS, wenn das kein Powerkombi ist, mit Heckantrieb, das heißt Fahrspaß vorprogrammiert. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Nächstes Auto, da brauche ich eigentlich meinen PC gar nicht für. Platz Nummer 2, ein bisschen älter, aber ich muss es in dieser Kategorie einfach bringen, weil ihr kennt mich, mein Herz schlägt für den Audi S4 B5. V6 Biturbo, 265 PS serienmäßig, gebaut von 98 bis 2001. Gibt es sowohl als Limousine, relativ selten, und relativ häufig als Avant-Kombinationskraftwagen.
2,7 Liter Biturbo, ein Motor, den man entweder liebt oder hasst, aber ein Fahrzeug, was in meinen Augen bis heute unendlich viel Potenzial hat. Ihr habt einen Sechszylinder mit zwei Turboladern und einen permanenten Allradantriebsstrang in einer Kombikarosse, die in meinen Augen bis heute relativ schnittig aussieht. Es ist ein A4 und kein A6, das heißt, es ist eher eine relativ kleine Karosserie. Die Fahrzeuge wiegen um die 1600 Kilo, also auch nicht allzu viel. Das Auto wurde nur ein relativ kleines Zeitfenster gebaut, weil 98 bis 2000, eigentlich 2001, wirklich nicht lang. Das heißt, es gibt da auch nicht so viele Fahrzeuge von. Das heißt, dieses Auto ist zwar das älteste von meinen dreien, aber in meinen Augen das Auto, was am meisten Potenzial einer Wertsteigerung hat. Weil diese Autos gab es zu manchen Zeiten schon wirklich für 2.000, 3.000, 4.000 Euro. Das heißt, der ganze Schrott ist mittlerweile vom Markt runter, verwertet, geschlachtet, kaputt gefahren, wie auch immer. Und so langsam wird es ein klassisches Auto, 25 Jahre alt, welches in meinen Augen von der Wertsteigerung her mit eines der besten Autos ist. Es ist die erste Generation des A4s. Es gibt das Auto auch als normal und als Facelift. Die normalen waren 98 bis Anfang 99. Dann gab es Facelift 1 und Facelift 2. Facelift 1 und Facelift 2 kaum Unterschiede. Einziger Unterschied zwischen Facelift 1 und Facelift 2 ist eigentlich zum Beispiel, dass ihr im Tacho auf einmal eine Digitaluhr habt und nicht die analoge Uhr, die da mitläuft. Aber theoretisch ist es egal. Technisch gesehen könnt ihr beide Autos kaufen. Es ist wirklich nur eine Optiksache. Ich finde schon, dass die Optik gravierend unterschiedlich ist, wenn man genau hinguckt, weil das Vor-Facelift-Modell hat noch die alten eckigen Audi 80 Türgriffe zum Beispiel. Das Facelift-Modell hat dann schon die durchgehenden Türgriffe, die ein bisschen runder sind. Das ist zum Beispiel ein Unterschied. Frontscheinwerfer beim 98er Modell zweiteilig, das heißt von der Seite schiebt man den Seitenblinker ran. Beim Facelift Modell ab 99 ist der Scheinwerfer ein Teil. Technisch gesehen absolut gar kein Unterschied bei den Autos, also natürlich in Nuancen schon. Technisch gesehen könnt ihr beide Autos kaufen, den gleichen Motor drin. Da gibt es keine Unterschiede irgendwie in Sachen Turboladern, in Sachen Motor, Innereien. Da ist wirklich alles gleich. Was das angeht, könnt ihr beide Autos kaufen. So, bei den Fahrzeugen, wir werden es gleich sehen, gibt es massive Unterschiede auf jeden Fall in den Farben. Also fast alle Autos haben irgendeine Farbe und auch in der Innenausstattung. Weil in den 90ern, Ende der 90ern, gab es ganz oft irgendwelche wilden Farbkombinationen. Das heißt, dort wird es auf jeden Fall schwer sein, ein Auto zu finden, was einfach so ist, wie man es gerne hätte. Das heißt als Beispiel schwarz-schwarz. Ganz schwer bei dem Auto zu kriegen. Die haben ganz oft einen Teil Alcantara von innen. Das heißt, die Sitzflächen und die Türpappe, die Armauflage ist in Alcantara. Ganz oft in Blau oder in Gelb. Und das waren halt so Kombinationen, die jetzt nach 25 Jahren einfach nicht mehr so beliebt sind. Aber zur Technik, V6 Biturbo, 2,7 Liter, permanenter Allradantriebsstrang, 6-Gang. Eine Technik, wo ich selber sagen kann, wenn ich euch jetzt die Mängel aufzählen müsste von diesem Fahrzeug, natürlich rosten auch diese Autos. Das liegt aber, glaube ich, mehr daran, dass diese Autos mittlerweile halt 25 Jahre alt sind und meistens aus Bayern-Österreich-Schweiz kommen, weil halt einfach Allrad. Und dort wurden die Autos im Winter einfach stärker genutzt. Gefühlt wurde auch mehr Salz gestreut und dementsprechend sehen die Autos von dort unten meistens, was den Unterboden angeht, ein bisschen wilder aus. Jetzt ist es allerdings nicht so, also mir ist zumindest nicht bekannt, dass ein S4 wirklich durchrostet. Also so starke Rostprobleme haben die nicht. Die haben natürlich auch mal ein bisschen Rost an der Heckklappe. Die haben generell immer mal ein bisschen Rost an der Kotflügelkante. Und die haben natürlich auch mal ein bisschen Rost am Schweller. Jetzt ist es allerdings so, also an der Schwelleraufnahme von unten. Meistens sind diese Rostprobleme aber darauf zurückzuführen, dass es dort schon mal eine Beschädigung gab und es dann natürlich anfängt zu rosten. Also man kann jetzt nicht pauschal sagen, alle Autos rosten. Aber von meiner Seite aus, S4 B5, absolute Empfehlung für diejenigen, die entweder bereit sind, ein bisschen Geld in die Autos zu stecken oder selber schrauben können. Weil eine Sache dürft ihr bei diesem Auto auf gar keinen Fall machen. Das ist, wenn ihr 10.000 Euro Budget habt, ein Auto für 10.000 Euro kaufen. Weil es gibt kein S4 B5, der nicht geschraubt werden will. Es ist leider so, V6 Biturbo, extrem verbaut der Motor. Die Turbolader sitzen hinter dem Auto. Hinter dem Motor. Das heißt, in diesem Motorraum ist eine tierische Thermik, weil ihr habt Turbolader, Vorcut, Hauptcut. Das heißt, die ganze Thermik von dem Motor zieht, gerade wenn man im Stau steht, am Motor vorbei in den Motorraum rein. Konsequenz daraus ist, alle Bauteile extrem belastet und über die Jahre
härten einfach alle Bauteile aus. Egal, ob es Sensoren sind, ob es Kabelbäume sind, durch diese Hitze ist es einfach so, dass das gefühlt alle Teile mit der Zeit langsam altern, spröde werden, undicht werden, Risse bekommen etc. Das heißt, bei dem Auto müsst ihr euch auf jeden Fall darauf einstellen, dass irgendwann mal ein größerer Service fällig ist. Allerdings bezieht sich dieser Service zum Glück nicht auf den Motor. Mir ist kaum ein S4 bekannt, der tatsächlich wirklich mal Motorschaden hat. Wenn, dann laufen bei diesen Autos wirklich einfach nur die Auslassnockenwellen ein. Ist aber überhaupt kein Problem. Auslassnockenwellen von allen V6 bei Audi gleich. Also ihr könnt, egal ob es 2.4er, 2.8er, S4, RS4, man kann alle Auslassnockenwellen nehmen. Das heißt, einmal das große Teilepaket für einen V6 Biturbo für mich ist, Zahnriemen machen, Auslasswellen tauschen, in dem Moment die Gleitschienen von den Ketten neu machen, Zündspulen, Kerzen und sich dann halt ganz genau angucken, was an dem Fahrzeug alles verschleißt, Abgastemperatursensoren, alles Teile, die leider ein bisschen Geld kosten. Aber mit 2.000, 3.000 Euro hat man so ein Ding dann relativ schnell auch wieder richtig fresh gemacht. Ne? Ventildeckeldichtung immer undicht, läuft immer links und rechts aus den Köpfen raus. Da muss man schon hier und da mal was schrauben. Aber jeder, der so ein Fahrzeug einmal gefahren ist, ich sag euch, das bockt, das macht Laune, selbst serienmäßig schon, weil dieser V6 Biturbo lebt nicht davon, dass er so krass viel Leistung hat, sondern er lebt einfach davon, dass die Dinger so viel Drehmoment haben. Machst du nur einen soften Chip drauf, weil die Dinger können ohne Probleme 300, 320, 330 PS. Schon hat das Ding 600 Newtonmeter so in dem Dreh. Und ich sage euch, 600 Newtonmeter wuppt dann schon nach vorne. Also ich behaupte auch, es gibt da kaum Autos von, die original sind, weil so ein Ding wird gefühlt dauerhaft getuned. Deswegen. Ja, siehst du, und es gibt nämlich auch wirklich nicht so viele von diesen Fahrzeugen. Jetzt müssen wir hier nochmal einmal den Kombi reinklicken. Fahrzeugtyp. Ändern, Kombi, Kombinationskraftwagen, 40 Autos. Aber umso weniger S4-Limousinen gibt es natürlich, aber es gibt immerhin 40 Autos. So, und jetzt bin ich mal gespannt, was sich hier in den letzten Jahren preistechnisch getan hat. Alter! Ist nichts, ne? Also ich nehme alles zurück, was ich Anfang des Videos gesagt habe. Ihr seht, das soll jetzt nicht hier so eine Videoreihe werden. Ich recherchiere 3 Tage und erzähle euch dann einen, sondern wir machen das wirklich hier live und real. Das letzte Mal, als ich in diese Autos reingeguckt habe, haben die wirklich 4.000, 5.000, 6.000 Euro gekostet. Die Zeiten sind komplett vorbei. Das aller günstigste Auto. Aber das ist ja eigentlich bestätigt das, was ich euch gerade gesagt habe, dass der Werterhalt von den Autos so hoch ist. Das aller günstigste Auto, was hier drin steht, kostet 6.000 Euro, ist kein Facelift, Baujahr 98, 292.000 Kilometer, allerdings aus der Schweiz in Schwarz. Den lassen wir jetzt einfach mal raus. So, der nächste kommt für 8.000 aus Tschechien, den lassen wir mal auch weg. Der nächste kommt für 9.000 aus Polen. Und dann ist tatsächlich der erste, okay, ich habe mein Versprechen gehalten. Es gibt tatsächlich einen für 9.999 Euro in Silber, 245.000 Kilometer. Da werden jetzt einige denken, boah, das ist aber ganz schön viel. Ist es nicht. Kann ich euch hiermit sagen, ihr könnt ohne Probleme einen S4 B5 mit der Laufleistung kaufen, weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass die Auslasswellen eingelaufen sind und dass vielleicht der ein oder andere Turbolader schon mal ein bisschen am Pfeifen ist und ihr 2 neue Lader draufstecken müsst. Das ist für dieses Auto aber wirklich kein Weltuntergang, weil ihr müsst einmal zu einer jeder, der schrauben kann, kann das ohne Probleme schrauben. Ganz viele sagen immer, boah, V6 Biturbo, das ist doch brutal, kannst du doch selber nicht dran schrauben. Das ist natürlich Quatsch, kannst genauso schrauben wie jedes andere Auto. Ich empfehle immer, ganzen Motor einmal ausbauen, dann sieht man alles, dann kann man alles machen und so weiter. Was allerdings extrem gut ist, diese 245.000 Kilometer, die sind für das Rest des Autos absolut gar kein Problem. Ihr braucht da null Angst haben, Getriebe, Kardanwelle, Differential, Antriebswellen, das ist wirklich eine solide Technik. Deswegen hat sie auch in meinem Auto teilweise 700, 800, 900 PS serienmäßig gehalten, weil diese Teile einfach so stabil sind und so problemlos funktionieren. Aber hier haben wir tatsächlich immerhin ein Facelift in Lichtsilber für 9.999 Euro aus Deutschland. Facelift erkennt ihr jetzt gerade hier in den Bildern, dass hier die runden Türgriffe sind. Dann die Scheinwerfer. Generell nochmal zum S4. Was ist am S4 alles anders? Prinzipiell ist die Karosserie nicht breiter als von einem A4, aber es sind Schwellerabdeckungen drauf, die lackiert sind. Es sind all die ganzen Leisten an der Tür lackiert. Und die Stoßstangen vorne, hinten sind unterschiedlich und ein bisschen bulliger und auch komplett durchlackiert. Also nicht einen Stoßstangen
Unterzug, der schwarz-matt ist. Und nur diese paar Änderungen, die machen schon, dass das Auto so viel anders aussieht. So, und hier sehen wir halt, okay, das ist halt bei den Fahrzeugen immer so eine Sache. Ja, Audis sind meistens leider so, dass die günstigsten von diesen Fahrzeugen wirklich genutzt wurden. Genutzt wurden heißt Allrad, heißt Kombi, heißt Jäger, Wald, Handwerker, Familienautos, Baustellenfahrzeuge, wie auch immer. Die sehen von innen schon alle immer ziemlich wild aus. Ne? Der hier ist immerhin von innen komplett schwarz, hat die Carbonleisten, die haben allerdings fast alle S4. Und ich sehe bei dem hier auf jeden Fall, dass da schon mal irgendwie was dran gebastelt wurde, weil der hat nämlich den besagten Digitaltacho, welchen es eigentlich nur 2000 gab und noch nicht 99, wie dieses Fahrzeug hier ist. Aber lange Rede, Audi S4 B5 2,7 Liter Biturbo Quattro, in meinen Augen eine absolute Empfehlung. Geht auf gar keinen Fall mit unter 10.000 Euro dran, das könnt ihr vergessen. Aber dann in dem Moment habt ihr wirklich ein Fahrzeug, was Spaß macht, Laune macht und halt wirklich Power-Kombi ist. Ach, ganz kurze Sache noch zur Tunbarkeit. Ich sagte ja schon, Serien-Turbolader. Einfach nur eine softe Pille drauf, schon hat das Ding 330 PS, so in dem Dreh. Dann geht es los. Ihr könnt auf diesen Motor ohne Probleme die Turbolader vom RS4 drauf bauen, wenn die vom S4 vielleicht zufälligerweise verschlissen sind. Schon geht es in Richtung 400 PS. Natürlich braucht man dann vom RS4 auch noch ein bisschen Düsen, Spritpumpe und so weiter. Aber der Block an sich, ich werde es nicht vergessen, zu unseren Hannover Hardcore-Zeiten war natürlich S4 B5 ein beliebtes Auto in Hannover. 450, 500 PS auf dem Serien S4-Block mit dicken Kopfdichtungen gab es wirklich einige, die damit unterwegs waren. Ne? Und deswegen auch von der Tunbarkeit in meinen Augen wirklich ein beliebtes Auto. Kommen wir zu dem dritten Fahrzeug. Und in meinen Augen ist es wirklich verdient, lange überlegt, welches wir nehmen, aber in dem Fall ist es ein Auto, was in meinen Augen komplett underrated ist, aber es wirklich die Autos noch zu kaufen gibt, da wird schon schwieriger, aber es gibt noch welche. Und zwar, das ist der BMW E91 als 335i. So. Ja, ihr habt richtig gehört, ein BMW E91, das heißt, das ist die Kombi-Variante von dem E90, E90 Limousine, E91 Kombi, E92 ist das Coupé und E93 ist das Cabrio. So, es geht hier aber um Kombinationskraftwagen, also reden wir von dem E91 als 335i. 335i, was ist das? Das ist der rein Sechszylindermotor von BMW als Biturbo. Der kam als allererstes in diesem Fahrzeug zum Verbau, nennt sich N54 und in Fachkreisen auch wirklich in meinen Augen der Motor, mit dem dieser Tuning-Hype oder generell dieser Hype um die BMW-Autos wieder losging. Vorher nur Saugmotoren, S50 im E36, S54 im E46, auch rein Sechszylinder, aber immer als Sauger. Das war halt ein Auto, das bockt auf der Rennstrecke oder auf der Landstraße halt schon hart an. Aber auf der Autobahn absolut fehl am Platz. Weil auf der Autobahn braucht ihr Leistung, da braucht ihr Drehmoment, da braucht ihr Ladedruck. Und das konnte der N54 perfekt. Zu den Anfangszeiten war das Auto noch nicht so tuningmäßig so beliebt, weil ich glaube, man wusste mit diesem Auto noch nicht so richtig umzugehen. Also verglichen zu als Beispiel einem Golf GTI, einem A4 B5, hat in meinen Augen mittlerweile der N54 das 10-mal größere Potenzial, aber wurde damals definitiv noch nicht so krass gehypt, weil ich glaube einfach, dass es diese BMW-Tuning-Szene damals noch nicht gab. Heute ist das ganz was anderes. Krank, was da aktuell mit den neuen Modellen abgeht. Aktuelle Modell S58 Motor, immerhin immer noch ein rein Sechszylinder 3 Liter. Die fahren mittlerweile 1000 PS auf dem Serienmotor. Da muss man sich mal überlegen, wo das mittlerweile hingegangen ist. Ne? So, und das Ganze basiert wirklich auf diesem N54 Motor. Weil N54 Motor, Sechszylinder Reihenmotor, ich habe es schon mal gesagt, ich kann es nur noch mal sagen, Biturbo, 3 Liter Hubraum, 4 Ventiler, der Motor. So, nicht ganz korrekt. Einmal muss ich zurückrudern, gibt es natürlich als N54, das ist der Biturbo, und als N55, das ist ein Single-Turbo. Die beiden Versionen gibt es von diesem Fahrzeug. N54 und N55 haben allerdings beide damals 306 PS gehabt. So,
Allerdings, ja, warum es den in den beiden Varianten gibt, kann ich gar nicht so genau sagen. Es kam erst der N54, dann später der N55. Ich vermute mal, das hat auch wieder damals mit irgendwelchen Abgaswerten was zu tun gehabt. Das heißt, den N54 gab es von 2006 bis 2010, den N55 von 2010 bis 2012. Ich vermute mal, mit dem Single-Turbo-Motor hat man es einfach platztechnisch besser hinbekommen, auspufftechnisch, cut-technisch, die Abgaswerte besser einzuhalten. So, auf jeden Fall serienmäßig 306 PS, klingt jetzt erstmal gar nicht so viel, aber wenn ich mir überlege, was bei diesen Fahrzeugen schon geht, wenn ihr einfach nur eine Ansaugung, Downpipes draufsteckt und eine gute Software, ratzfatz haben diese Autos 400, 450, 500 PS. Da ist dann irgendwann so die Grenze, wenn man mit der Peripherie weitergeht, also man muss halt dann die typischen Upgrade-Turbolader stecken. Das heißt, man nimmt den Original-Turbolader und ändert ihn ab, dass er mehr Durchlass und mehr Ladedruck erzeugt, also mehr Luftmasse. Und schon könnt ihr mit diesen Fahrzeugen Leistung 600 PS, 700 PS so in dem Dreh fahren. Ne? Natürlich, irgendwann geht es auch da los, Kolben, Pleuel und so weiter. Aber die Basis des Autos ist wirklich ein Brett. Also da kann ich wirklich nur sagen. Dazu gibt es sowohl als Heckantrieb, als auch als X-Drive, Allrad, als Schalter, als auch als Automatik. So, ich befürchte, einen Schalter werden wir für das Geld nicht kriegen, aber eine Automatik gibt es definitiv. Und das ist keine schlechte Automatik, sondern es ist definitiv eine Automatik, die Leistung ab kann. Wir hätten gerade natürlich S4, B5, könnte ich mir vorstellen, wäre auch ein Auto gewesen, was es bei Kleinanzeigen ein bisschen billiger gibt. Wir gucken jetzt schon mit Absicht nur bei Mobile. Bei Kleinanzeigen hätte es so ein S4 gerade auf jeden Fall nochmal besser geben können. BMW 3er. Hier kann ich nämlich nicht nach E91 suchen, das geht leider nicht. Das heißt, ich muss 335 suchen. Jetzt machen wir Erstzulassung 2002 bis 2012. Ne, 2006, sorry. Bis 2012. Weitere Filter. Gumbi. So, Trommelwirbel, 87 Fahrzeuge immerhin. Sortierung, niedrigste Preis zuerst. Oh, ja, okay. Also auch hier gibt es natürlich ein paar schwarze Schafe, vermute ich mal. Hier steht tatsächlich einer in Holland für 4.700 Euro drin. Das kann natürlich nicht so sein. Ach so, nee, wir haben hier leider auch die Diesel drin. Sorry, 335 gab es ja auch als Diesel. Da müssen wir jetzt einmal kurz Suche anpassen, dass wir natürlich nur Benziner haben wollen. Dann sieht das Ganze wahrscheinlich gleich ganz anders aus. Aber immerhin noch 51 Fahrzeuge. So, und da, oh doch, oh, ist sogar fast der günstigste von allen, geht direkt los mit dem deutschen Auto, 335 XI, also das heißt, das ist ein Allrad, ein X-Drive, mit 248.000 Kilometer, 306 PS für 7.900 Euro. Dann geht es direkt weiter, aber krass, wie die alle so in dem Dreh kilometermäßig sind. Ne? Dann geht es los als nächstes 2007er, 239.000 Kilometer, 8.200, 213.000 Kilometer, 8.300 Euro. Da steht auch direkt bei M-Paket. Mit M-Paket sehen die immer noch mal ein bisschen sportlicher aus. Hier ist einer mit 315.000 Kilometer. Und hier ist zum Beispiel einer mit 172.000 Kilometer. Der kostet zwar jetzt gerade 10.500 Euro, aber den gucken wir uns einfach hier mal kurz an, weil ein paar Euros kann man immer noch mal handeln. Erstzulassung 2008, 172.000 Kilometer. Mal gucken, hat er angegeben, wie viel der Hand? Nein, das ist schon mal ein schlechtes Zeichen. Der Auto befindet sich im Alter entsprechend in gutem Zustand. Ah, leider ist durch einen Sturm an der Kotflügelkante hinten rechts eine Delle. Dazu muss ich sagen, dass der BMW einen Austauschmotor bei 286.000 Kilometer bekommen hatte. Okay, Kommando zurück. Das hier ist auf jeden Fall nicht plausibel. Dann nehmen wir doch den davor mit dem M-Paket und gucken uns das Auto mal an. Erstzulassung 2007, 213.000 Kilometer, 306 PS, Automatik, wie ich befürchtet habe. Die ganzen günstigen Fahrzeuge sind alle Automatik. Grau-Metallic, Volllederbeige. Auch ein Allrad. Tatsächlich. Da steht es ja auch. 4x4, 335 X-Drive, M-Paket voll.
Sogar vom Händler. Ah, das Auto steht in Dänemark. Ja, wir grooven uns hier ein. Im nächsten Video gucken wir uns nur deutsche Fahrzeuge an. Dann stelle ich das direkt immer so ein, dass wir nur deutsche Fahrzeuge haben. Aber da der hier gerade ein M-Paket hat, mache ich mal einmal die Bilder groß und wir gucken uns mal zusammen die Bilder an. Und hier sieht man jetzt nämlich richtig schön, M-Paket heißt in dem Fall auf jeden Fall vorne die Stoßstange. Das sieht man sofort, dass sie so ein bisschen mehr M3-mäßig ist. Ich vermute mal, am Heck wird auch was anders sein. Sieht tatsächlich fast aus wie ein M3. Genau, am Heck ist die Stoßstange auch ein bisschen anders. Und mit Sicherheit, ich bin jetzt kein BMW-Experte, was M-Pakete angeht. Ich weiß nur, dass M-Pakete auf jeden Fall immer deutlich sportlicher aussieht. Aber gefühlt BMWs von innen immer gepflegt. Wenn ich mir überlege, hier so einen beigen Innenraum, und der ist wirklich voll beige, mit Teppich, mit Armaturenbrett, mit Mittelkonsole. Das kann auch schnell mal so richtig in die Hose gehen. Da sieht dieses Auto wirklich noch lecker für aus. BMW, klassisch. Boah, was soll ich zu sagen? Leute, ich würde sagen, jeder, der Bock auf Tuning hat, ist mit E91 335i definitiv auch genau richtig aufgehoben. Die gibt es für unter 10.000 Euro auch. Alle drei Fahrzeuge waren leider preistechnisch wieder genau an der Grenze. Haben sich alle preistechnisch definitiv ins Positive entwickelt. Wobei kann ich nicht sagen, E500 ist einfach relativ neu und wahrscheinlich auch das Auto, was mit Abstand am teuersten neu war. Deswegen sind die einfach vom Preis her da. Je nachdem, was ihr haben wollt, wollt ihr ein Power-Kombi, den ihr komplett original lasst, dann kauft euch den E500. Der läuft immer, das Ding hat Hubraum, der blubbert, das ist einfach ein Benz. Wenn ihr Bock auf ein Auto habt, wo ich der Meinung bin, was werterhalttechnisch nur nach oben gehen kann, kauft euch den S4 B5. Wenn ihr ein Auto haben wollt, womit ihr den einen oder anderen ärgern könnt und halt leistungsmäßig auf jeden Fall genug Potenzial nach oben habt, kauft euch einen N54, gibt es Teile ohne Ende für, 335i E91. Ich würde sagen, das waren meine Top 3 der Power-Kombis bis 10.000 Euro. Schreibt gerne wieder in die Kommentare, was ihr euch gerne als nächstes wünscht. Wir haben uns schon ein paar Sachen rausgesucht. Macht mir besonders Spaß. Beim nächsten Mal skaliere ich die Autos noch besser durch. Tschüss, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.